Herzlich willkommen zu Hogwarts Legacy mit MM615. Das ist meine Wenigkeit. Wir spielen dieses fantastische Spiel weiter. Als letztes haben wir Unterricht gemacht, sowohl Kräuterkunde als auch in Zaubertränke. Nun sollen wir zu Nati gehen. Wir machen das auch dementsprechend. Das ist die Aufgabe, das Mädchen aus Awagudu. So, die Frage bedeutet natürlich auch die, wo um Himmels Willen ist das? Können wir uns daher vielleicht hin teleportieren? Oh Gott, das ist natürlich ein sehr weiter, das ist ein sehr, sehr weiter Weg. Ich würde mal sagen, wir erkunden ein bisschen, ne? So ein bisschen parallel erkunden ist, glaube ich, auch nicht das Falscheste. Ja, im letzten Teil haben wir, wie gesagt, hier so ein bisschen was erkundet, bisschen geschaut, was denn so Kräutermäßiges dabei ist. Also würde ich mal sagen, gehen wir jetzt. Mein Umhang wird noch das ganze restliche Jahr nach Garrus. So. Auch interessant natürlich die Flohflammen. Klar, wir können die wie gesagt das auch nutzen. Im letzten Teil hatte ich auch erwähnt, dass ich irgendwie den Ort kenne, aber anscheinend, also mit den wie hieß das? Mit den, ich dachte, oben ist was. Mit den anderen Sachen. Aber warte mal. Wir hatten doch vorher, wir hatten doch im letzten Teil auch so eine komische Figur. War nur angeschossen. Ja, kann man auch so machen. Gut, ich echt einfach mal ausprobieren, was man so machen kann. So Buchseiten sammeln. Okay, also auch das funktioniert so. Auch das funktioniert so. Fantastisch. So. Heißt also weiterhin, also jetzt können wir also auch diese komischen Podeste dann mit Feuer versehen. Wenn irgendwas hier so aussieht, als ob es irgendwie anklickbar, anbrennbar ist. Aber mal schauen. So anklickbar, anbrennbar. Hat man eigentlich relativ viel. Ja, da sehen wir auch hier in der Nähe. Die Glocken. Zumindest eine von den Glocken. Die Glocken der drei Schwestern ist das. Wie gesagt, immer gerne dann stoppen, wenn man sich das nochmal hier alles durchlesen möchte. Ihr wisst, ich bin nicht der schnellste Leser. Das ist so einer der Gründe, warum wir das mal vorspulen. Warum wir das mal vorspulen. So. Ladezeiten. Aber auf jeden Fall. Ja, ich bin mal gespannt, was sie denn zu erzählen hat. Wir können ja, wie gesagt, jetzt diesen fantastischen Kohl einfach mal werfen. Weißt du? Wir können ihn werfen und sagen, Kohl, nimm das! Oder besser gesagt, Gegner, nimm das! Ja. Also wer den letzten Teil verpasst hat, definitiv nochmal angucken. Definitiv nochmal angucken, auch wenn er wieder letzte Woche war. Und ja, auch wenn ihr alle da ganz nervös seid, dass die Bundesliga wieder angefangen hat, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ach ja. Ach ja. Gut. Also. Wir sollen sie treffen, aber andersrum möchte ich ja halt auch ein bisschen was erkunden. Ob er auch. Okay, hier sollen wir doch. Querfällt ein rüber und eigentlich wiederum nicht. So, was mich jetzt interessiert ist, was ist in dieser Tür? Geht's überhaupt hier irgendwo rein? Rebellion. Nein. Aber da ist was hinter. Aber das geht da nicht rein. Ist auch schön. So, hier haben wir wieder Flamme. Danke. Rasen der Flugstunden. Das heißt also, hier gibt es Flugstunden. Ich hatte mal gehört von irgendwem, dass tatsächlich bei Hogwarts Legacy es irgendwann ein DLC geben soll, wo dann Quidditch gespielt wird, wo ich mir so dachte, so, wow, Quidditch kenne ich. Quidditch haben wir auch schon mal gespielt. Damals bei, oh, wie hieß das? Beim Adventskalender haben wir Quidditch gespielt. So. Rebellion. Hier befindet sich nichts. Hier ein Schloss. Hier auch nichts. Gut, dann gehen wir tatsächlich den Weg wieder weiter. Hätte ja sein können, dass hier irgendwie irgendwas Wichtiges jetzt ist. Aber in der Hinsicht ist es das nicht.
So, natürlich kann ich hier querfeld einlaufen. Problem ist das, ihr habt eben gerade gesehen, dass der Zeiger dann urplötzlich sich... Okay, auch das geht. Gut. Mondstein. Ja, bei Pokémon sehr seltenes Objekt, aber... Hier anscheinend doch häufiger. Und gut, dass das Ding sonst wohin fliegt, aber ich... Ups, Entschuldigung. Ich aber dann eigentlich hier langrennen kann. Beziehungsweise es abschießen kann und es zu mir kommt. Oder sowas in der Art. So. Aber das Fliegen, es wäre auch schön. Weiß nicht, ob ich, wenn ich fliegen kann, ob ich dann tatsächlich auch fliegen werde. Aber wahrscheinlich werde ich fliegen. So. Okay. Mal schön die Items mitnehmen, die man so auf dem Weg hat. Eulen. Noch mehr Eulen. So. Was hindert mich jetzt eigentlich hier einfach rüberzulaufen? Gar nichts. Überhaupt nichts. Mich hindert hier gar nichts dran. Einfach hier querfeldein rüberzulaufen, ist sogar der kürzere Weg. Oh Mann. So, da ist auch eine da ist ein Haus. Mal gucken, was da drin ist. Das ist auf jeden Fall ein Fragezeichen. Ja. Da fängt es dann wieder an. Was bedeutete das nochmal? Ich hab's schon wieder echt, ehrlich gesagt, vergessen. Aber... Das heißt ja noch... Ich glaube, das heißt, dass es so eine Seite hier ist. Jawohl, heißt es. Hausmeister Werkzeuge. 14 von 25. In Sammlung aktualisiert. Hausmeister Werkzeuge. So, hier hinten ist... Boah, ist hell. Es ist zu hell. Es war zu hell. Aber hier ist auch ein, hier ist auch eine Höhle. Sieht interessant aus. Jo. Da gehen wir auch mal hin. Sieht interessant aus, bedeutet, ich will das mal sehen. Aber... Dafür brauchen wir irgendwas, was wir nicht haben. Oder? Ne. Gut, dann lassen wir es bleiben. So, dann gehen wir wieder zurück. Mondsteine. Ist ja Gott sei Dank nicht so weit. Ich bin ja einfach nur einmal runter. Aber erstmal wieder den Berg hoch. Und dann rum. So, Hühner. Oh, viele Tiere. So, was... Also ich wollte schon sagen, ist das jetzt irgendwas, was ich einsammeln kann? Nein, ist es leider nicht. So, aber... Wie gesagt, Nati möchte mit uns sprechen. Hüpfende Pilze. Und eine Flamme ist hier auch in der Nähe. Können wir sie überlisten? Ja. Es tut so gut, dich zu sehen. Da hinten ist auch eine Aufgabe. Hm. Egal, machen wir sie erstmal hier. Hallo! Hallo, Nati. Wie geht's? Ich hoffe, du hast dich von unserem Abenteuer in Hogsmeade erholt. Mir geht's gut. Ich war eher um dich besorgt. Immerhin sind sowohl Ranrock als auch Rookwood und Harlow hinter dir her. Bei mir ist alles in Ordnung. Wir haben damals nicht darüber gesprochen. Aber ich hoffe, du kannst mir jetzt sagen, warum sie nach dir gesucht haben. Na, wir haben Professor Fick gesagt, dass wir nicht drüber sprechen, also... Ich habe Rookwood und Harlow noch nie getroffen. Vielleicht verwechseln sie mich mit jemandem. Hm, seltsam, dass die beiden einen Hogwarts-Schüler so angestrengt verfolgen. Was der Grund auch sein mag, du warst eindeutig in Gefahr. Im Moment steht fest, Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Für uns alle. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. An dem Tag in Hogsmeade wurde mir etwas klar. Du hast so viel Mut im Kampf gegen den Troll bewiesen. Und Cirona hat sich gegen Rookwood und Harlow wacker geschlagen.
Ihr beide habt mich inspiriert, selbst Stellung zu beziehen. Wie meinst du das? Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabeleland. Ich sehe nicht einfach zu, wie sie mein neues Zuhause zerstören. Rookwood und Harlow sind so schon ein gefährliches Duo. Und dann sind sie auch noch mit Ranrock im Bunde. Noch ein Grund mehr, sie dringend zu stoppen. Es wird gemunkelt, dass Theophilus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert. Ihn zu stürzen, würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen. Mag sein. Aber sollte sich nicht Officer Singer um Harlow kümmern? Ich habe sie gesprochen. Sie war nett, wollte aber selbstverständlich keine Details mit einer Schülerin besprechen. Ich habe gehört, wie einige von Rookwoods Leuten über eine von Harlow geplante Wildereiaktion sprachen. Das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir die Beweise, die Officer Singer braucht. Okay. Nur wie? Ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden, was genau Harlow vorhat. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Und denk immer daran, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Danke, Nati. Gut, das heißt also, ihr Punkt ist hier. Sei auf der Hut. Ich wollte sagen, ihr Punkt ist hier und sie haut ab. Sehr schön. Eine schöne Idee. Hilft der Fremden. Gut, gehen wir hin. Wir können gleich die ganzen Aufgaben hier annehmen und dann nach und nach hier alle abarbeiten. Aber Hilft der Fremden bedeutet, das hat keine Zeit. Guten Tag. Ich weiß nicht, wen ich gesehen haben soll. Ich war mit meiner Forschung beschäftigt. Ich habe keine Zeit für... Victor Rookwood schert sich kein Stück um Ihre Zeit. Oi, wenn man vom Teufel spricht. Mr. Rookwood würde sich gerne unterhalten. Von der Schule? Das kann doch nicht... Jetzt reicht's dir. Lasst sie in Ruhe. Okay, der Ernstfall. Sehr schön. Und das schwarze Magier. Okay. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Oha. Neue Gegner. Im Bereich Sammlung in deinem Handbuch gibt es einen neuen Gegnertypen. Du kannst dort wertvolle Informationen über Gegner erfahren, wie zum Beispiel ihre Schwächen. Gut, gucken wir mal. Wir haben Level abgekriegt, außerdem nur nebenbei. Gegner, Sammlung. So, wo haben wir denn? Da haben wir Gegner. Genau, hier haben wir den Gegner gerade. Speer, diese Skrupellosen Zauberer beherrschen keine Schildzauber, sodass sie für alle Arten von Angriffe verwundbar sind. Okay, dann haben wir noch einen weiteren Gegner, nämlich die Ashwinder-Duellanten. Diese Hexen sind unter den schnellsten von Rookwoods Agenten und überraschen ihre Gegner mit aufeinanderfolgenden Angriffen. So, ihr mächtiger Reduktor-Fluch kann nicht von Zauberschilden geblockt werden. Okay. Wenn man ihn allerdings mit einem Abtrennzauber unterbricht, geraten sie ins Trudeln, sodass sie ihre Kontrolle verlieren. Alles klar. Das heißt also, ich muss die irgendwie ins Trudeln bringen. Dann haben die ein Riesenproblem. Aber warum dann auch nicht so? Immer hier schön zum Schweben bringen. Sehr schön. So. Bam! Mit dem Stein! Das tat weh! Das tat sicher sehr weh!
Aber es sind die Bösen, das haben sie nicht anders verdient. Was ist gerade passiert? So wurde ich noch nie angegriffen. Und das so nah an Hogwarts. Sprich mit der Fremden. Okay, wir können nichts einsammeln. Dann, hallo. Nora heißt sie. Alles in Ordnung? Ja, vor allem auch dank ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Warum nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an sie zu gelangen? Erschwinderinnen? Victor Rookwoods Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Sie schienen an ihnen interessiert zu sein. Das ist eine lange Geschichte, aber danke für die Hilfe. Nun, für den Moment sind sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Dann sollte ich lieber weiterforschen, bevor sie wiederkommen. Sie erwähnten jemanden namens Priya? Ja, meine Frau. Sie weckte mein Interesse für Merlin, schenkte mir ein Buch, als wir noch in Hogwarts waren. Klassische Hufflepuff, geniale Trankmeisterin, hat einen Laden in der Nocturngasse. Sie ist eine reisende Händlerin. Sie weiß immer, was im Hochland vor sich geht. Sie sind Forscherin? Nora Treadwell. Zu ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Merlin? Aus der Legende von König Artus? Ja, genau der. Merlin war Schüler in Hogwarts. Und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat. Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen, Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Ich vermute, er hat sie als Ablenkung für seine Kameraden in Slytherin erschaffen. Er war ein großer Liebhaber von Rätseln. Das heißt, Merlin war ein Slytherin? Verständlich, dass Sie sich für Merlin interessieren. Ich wüsste gern mehr über die Prüfungen. Dann werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Bisher weiß niemand genau, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ich habe einen wichtigen Hinweis entschlüsselt. Malvenkraut scheint mir eine wichtige Komponente zu sein, um die Prüfungen auszulösen. Malvenkraut? Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften. Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so jäh unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Merlins Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was, wenn... Das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll. Genau. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie verspricht. Nur klar. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Gut, hol ich sie. Malvenkraut. Ist das Ruhe? Ja, greifen Sie zu, auch wenn Sie schon welche haben. Ich habe fünfmal Malvenkraut. Also Blätter von Malvenkraut. Jetzt sehen Sie sich die Ranken an den Säulen und den Steinwirbel auf dem Boden an. Jede Prüfung hat diese Merkmale. Setzen Sie das Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Okay. Also gehen wir mal hier hin. Malvenkraut nutzen. Absolviere Prüfung Merlins. Meine Güte, haben Sie das gesehen? Die Ranken sind verschwunden. Was soll ich jetzt tun? Das ist Neuland. Ich frage mich, was es mit diesen Scheiterhaufen auf sich hat. Gut, das sieht aus, als ob wir hier irgendwie Feuer machen müssen. Incendio! Aber dieses Incendio ist problematisch, dass wir ja nur das in der Nähe machen können. Die Flammen senken den Scheiterhaufen. Sie senken, dann habe ich keine Zeit. Ja. Okay. Seltsam. Die Scheiterhaufen sind wieder wie am Anfang. Okay. Incendio. Heißt, ich darf nicht zu nah stehen. Jo, darf ich nicht. Gut. Herausforderung freigeschaltet. Schließe Merlins Prüfung Merlins. Also auch das noch. Wie wunderschön. Ja. Was für ein Tag. Ich fasse es kaum.
Ich bin zu weit weg. Ich höre sie nicht. Ist für weit weg, Nora. Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Laufen hier eigentlich alle Prüfungen so? Nicht unbedingt, aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Lösen Sie sie so, wie sie Ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich, dass Sie in Hogsmeade finden, wenn Sie noch mehr benötigen. Ich muss jetzt wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Ja. Und seien Sie vorsichtig hier draußen. Jetzt, wo ich alles habe, kehre ich wieder zu meinen sicheren Notizen und Büchern zurück. Alles klar. Auftrag abgeschlossen, Merlins Prüfung. Und da ist sie weg. Da ist sie weg. Ah. Hier da unten ist irgendwas. Eins der Porträts in unserem Gemeinschaftsraum will mit dir reden. Eldridge Diggory. Er war mal Zaubereiminister, glaube ich. Blutegelsaft. Vielleicht brauchen wir das auch. Sammeln wir ein bisschen hier ein. Blutegelsaft. Ups. Okay. Also, Malvenkraut. Müssen wir in Hogsmeade... Können wir in Hogsmeade kaufen oder wir finden das bestimmt irgendwo unterwegs. Aber ich möchte eigentlich die Nebenaufgaben hier machen. Aber bevor wir das alles machen, mache ich jetzt erstmal hier ausrüsten. Weil wir hier unter anderem ja einen neuen Umhang gekriegt haben. Der anscheinend sehr gut ist. Oh, in Weiß. Ja, ja. Schick, schick. Und ich noch ganz viele andere Sachen gekriegt habe. Irgendwie Herausforderungen hatten wir vieles. Erkundung. 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 Und zwar löse Prüfungen. Merlins. 1 von 2. Okay. Und Kampf. Wir haben jetzt neue Gegner. Besiege 10 schwarze... Okay. Besiege 10 schwarze Magier. Ja. Man könnte eigentlich das schon in einem falschen Spiel und in einem anderen, also in einem anderen Spiel nochmal sehen, aber wir sind nicht bei Yu-Gi-Oh! Also von daher. Schließe 5 Duellleistungen ab. Ich habe eine. Okay, gut. Ich bin dezent überfordert, wie immer. Und ich hoffe, dass ihr dann zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao!